Es war eine wunderbare Woche, möchte ich sagen, mit vielen Begegnungen. Ich hoffe, dass auch viele Menschen hier in den Gottesdiensten am Grab des heiligen Willibald Kraft gefunden haben für ihren Glaubensweg, durch den Austausch miteinander. Ich denke, die Willibaldswoche ist so ein Raum der Begegnung, der Erneuerung im Glauben für das Bistum. Und das könnte man durchaus noch stärker akzentuieren. Man kann gezielt Zielgruppen ansprechen. Wir können auch durch die Begegnung mit den Zielgruppen gewisse Anliegen, pastorale Anliegen herüberbringen. Und vor allem natürlich ist es gut, an den Ursprung zu gehen. Das ist ja etwas ganz Biblisches. Wenn ich den Weg in die Zukunft finden will, muss ich an den Ursprung gehen. Das heißt, wir müssen uns vergewissern im Lesen der Heiligen Schrift. Wir müssen uns vergewissern auch im Pilgern hierher zum Grab unseres ersten Bistumsheiligen in der Feier der Eucharistie an seinem Grab. Das ist, meine ich, ein Potenzial für die Zukunft.